Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus-Challenge. Hallo Spiel, ich habe 1 gedrückt, Dankeschön. So, bei mir gab es jetzt mal so eine kleine Pause. Warum spielt sie eigentlich Schach? Morgenübelkeit um 1:42 Uhr. Sie muss erstmal Liegestützen machen und sowas, aber das möchte ich nicht. So, hier hat sich eine wunderschöne Katze aufs Bett gestellt. Ja, unsere liebe Elu und Anouk. Danik ist ja mittlerweile auch mal ein Teenager. Und wir haben ihn ja, glaube ich, auch zum Vampir gemacht. Gehst du mal schlafen, bitte? So, es gab ja mittlerweile mal ein Update. Oh, Moment. Ich stelle noch mal ein, Tür abschließen für jeden. Ich finde dieses Fenster hier auch sehr geil. Dass das mit dieser Hundeklappe immer nicht funktioniert, ne? Aber gut. So, das ist die Eingangstür, dann ist ja alles prima. Jetzt geh doch weiterschlafen. Ey, dass die hier nicht weiterschlafen. Hallo? Ja, geh ins Bett, bitte. Die Katzen liegen da auf dem Sofa. Ist das süß? Ja, sie muss ja erstmal runtergehen. Aber hey. So, ich gönne mir noch mal was zu trinken hier. Bald steht ja auch eine Hochzeit an. So, dann gehst du mal auf die Toilette. Am besten nimmst du ein Rosenblätterbad. Das entspannt dich bestimmt. Ich meine, wenn man so hochschwanger ist und so, ne? So, die Katze eskaliert. So, mit dem Garten läuft. Und dann darfst du auch schon was essen, weil du fällst ja sonst hier vom Fleisch und alles. Es geht ja nicht. Können wir züchten? Ja, können wir. So. Die Katze mag die Toilette nicht. Kann mal passieren. So eine Toilette ist ja auch einfach echt gruselig, ne? So, dann machst du einen Ausdauerlauf, weil Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ne? So, wir haben ja Urlaub genommen. Energiegeladenes, schweres Gewicht heben. Da bin ich auch für. So, wie sieht's mit ihm aus? Er kann ja noch mal entspannt schlafen, ne? 4 Stunden bis zum Unterricht. Vielleicht sollte er sich auch einfach Urlaub nehmen. Er hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Da Urlaub nehmen. Ach so, nein. Oh. Urlaub nehmen, Schule. Ja, ich glaube, mit diesem Outdoor-Pack kann man jetzt in den Urlaub fahren und so ein Kram. So, das heißt, steh einfach mal auf. Du hast Hunger. Okay. Bald wirst du ja auch zum Vampir, hoffentlich. Nimm mal was vom Obstsalat. Dann kannst du ja trotzdem mal die Hausaufgaben machen. Ich hasse diese Schulprojekte, ne? Okay, wir stellen das mal hier hin. Das fördert ja die Verantwortung, die ja eh schon oben ist. So, wie sieht es bei ihr aus? Manieren hat sie bald oben. Also Manieren und Verantwortung ist zumindest für mich erstmal wichtig, dass das läuft. Was natürlich schön wäre, wenn die anderen dann hier auch in den grünen Bereich kommen, aber das schauen wir mal. So, wenn du fertig bist, darfst du auch mal die Toilette benutzen und schnell duschen. Und dann möchtest du auch essen. Und zwar ein Omelett. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, Omelett zu essen, dann machen wir das doch. Jetzt machen wir mal ja auf schnell. Oder komme ich auch schon angestampft? Ich habe überhaupt keinen Spaß. Und ich schaue dabei einfach am besten den Comedy-Kanal beim Essen. Damit es einfach geiler ist hier. Und der Spaß nach oben geht.
So, was hat diese Katze? Vielleicht muss sie ja mal pinkeln und sie muss ja immer ins Erdgeschoss laufen, um aufs Klo gehen zu können. Ach ja, unsere lieben Kätzchen oder Katzen. Die hat Angst vorm Fernseher, aber ist nicht unser Problem. So, Danek, der muss dringend abnehmen. Der ist irgendwie so untrainiert. Wir müssen halt stattdessen sie mal angucken. Sie hat es hier ganz gut im Griff. So, wir gucken hier noch fleißig. Okay, dann. Nimmst du trotzdem eine nachdenkliche Dusche und machst erstmal die Malerei fertig, weil das ja dein Traum ist. Gewählter Anfang, wenn inspiriert. Ja, dafür sorgen wir ja, dass du inspiriert wirst. Ich hoffe, die Hausaufgaben brauchen jetzt noch ein bisschen. Nicht, dass er seine Schwester hier beim Duschen stört. Hä, kannst du das nicht benutzen? Willst du mich jetzt verarschen? Okay, wir werden es ja gleich sehen, ob er es zumindest benutzen kann. So, und du bist jetzt natürlich so müde, du gehst erstmal schlafen. So, und wir müssen uns ja noch Emilias klar machen, dass wir dann heiraten. Und das könnten wir ja ganz entspannt am Samstag machen. Und vielleicht ist das Kind ja bis dahin auch da. Oder wir heiraten, wenn sie schwanger ist. Und dann kommt das Kind halt, wenn die dann ja, verheiratet sind. Wäre auch nicht schlecht. So, sie setzt sich erstmal hier hin, guckt den Bruder beim Hausaufgaben machen zu, der einfach in ihr Zimmer gegangen ist. So, Danik hat seine Hausaufgaben fertig. Das heißt, du nimmst die bitte wieder mit und lässt nicht einfach irgendwo liegen. Warum kann der manche Sachen einfach nicht benutzen? Verstehe ich nicht. So, nach dem Malen kannst du ja nochmal schlafen gehen. Über Aufwecken belehren. Schlafen. Ja, geh bei deinem Bruder einfach rein. Kein Problem, da hat er überhaupt, das ist ihm überhaupt nicht unangenehm oder so. Nein, das stört ihn überhaupt nicht. Warte, es kommt ja der Gärtner extra, ne? Wir müssen das ja nicht machen. So, was machen wir mit ihr jetzt am besten? Körperliches Potenzial. Oh, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. So, sie könnte ja mal etwas für die Empathie machen. Ehrenamtlich. Okay, weißt du was? Werd mal ehrenamtlich tätig. Sehe ich in der Schule krank, weil du hast schon Urlaub genommen. So, Aya geht einfach alleine und zwar geht sie Kuchen verkaufen. So, sie ist da sehr vorbildlich. So, mal gut, dass er jetzt inspiriert ist. Es wäre natürlich schlecht, wenn jetzt dieses Vampir-Zeugs da im Vordergrund steht. Aber es macht sich schon bemerkbar. Okay, danach darfst du auf die Toilette gehen. So. Warte, warum geht sie mixen? Eine Verabredung. Nee. Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. Du kannst herkommen. Nee, nicht Danek. Da. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Ja, wenn man so eine Bar im Garten hat und man schwanger ist, dann kriegt man spontan mal Lust da drauf. Was? Es erscheinen nicht besonders viele Sims beim Kuchenbazar. Wenn das nicht bald besser wird, werden sie kein Geld für den guten Zweck einnehmen. Aya braucht schnell eine gute Idee. Schnell her mit den Milchgläsern. Backwaren auf Simstagram nom. Hashtag Nomposten. Es sieht ganz so aus, als hätte Aya ihre soziale Präsenz überschätzt. Ihre Posts erhielten nur 2 Likes und wurden kein einziges Mal geteilt. Ach du Scheiße. Die Leiterin des Kuchenverkaufs schimpft Aya aus, weil sie mit ihrem Telefon gespielt hat, anstatt auf dem Kuchenbazar zu arbeiten. Oh je. Hat Verantwortung verloren? Nee, oder? Nein. Warum? Warum macht sie das? Nein. So, kommt der Typ jetzt eigentlich? Emilias wird gleich da sein. Ja, wo bleibt er denn da? Okay.
Große Neuigkeit nochmal erzählen, man übersieht das mal leicht. Klopf doch nicht, du stehst direkt neben ihr, Leidenschaft. Wow. Küssen. Tag verschönern. Was man halt alles so macht, wenn sein Mann gerade da ist, fragen, ob er Single ist. Das mache ich jetzt. Wieso ist er beschämt? Familie. Verliebt sein ist einfach wunderschön. Okay. Hände küssen. Gut, sie macht jetzt den Heiratsantrag. Okay, erstmal bitten wir ihn, dass er unser Freund wird, ne? Nee, Beziehungstipps wollen wir ihm mal nicht geben. Süßholzraspeln, oh ja. Sie hat erfahren, dass er Single ist, ne? Ja, gleich ist er nicht mehr Single. Verführerisch sein. Wange küssen. Sie ist sehr kokett, das ist schon mal nicht schlecht. Dann bieten wir ihm natürlich eine Rose an. So, und jetzt können wir ihm den Heiratsantrag machen. Hochschwanger, nicht, dass er das mal tun sollte. Nein. Im Hintergrund sehen wir unsere Putzfrau. Und die Putzfrau, die steht mittendrin. Oh. Yo. Ey, die Alte hat's gemacht, ey. Nudeln? Okay, Kompliment über Aussehen machen. Was man halt so alles tut, ne? Ein Kuss hauchen. Und dann springt ihr einfach mal ins Bett. So, das macht man ja regelmäßig, ne? Hallo, Techtelmechtel mit dem Typen da. Ihr kennt euch zwar noch nicht ganz so richtig gut, aber egal. Was stimmt denn mit ihm nicht? Okay. Weißt du was? Bürste die Katze. Umarmen. Kennenlernen. Ah, sie ist wieder da. Das ist schön. Hat sie hier irgendwas dazu bekommen? Ich glaube Empathie, so wie das aussieht. So, du darfst nochmal tätig werden. Und zwar Freiwilligenarbeit bei der Stadtreinigung. Oder Strandreinigung war es, glaube ich. Genau. Mach die Katze verrückt. Oh. Das passt alles ganz gut. Ich höre die Musik einfach nur im Hintergrund, ne? Okay, dann kannst du, glaube ich, mal die Toilette verwenden. Und essen kannst du, glaube ich, auch mal was. Gönn dir mal ein Omelett. Wir züchten einen Frosch. So. Und dann schaust du den Comedy-Kanal. Und dann gehst du schlafen. So. Was stimmt denn mit ihm nicht? Wie wär's, wenn du das. Okay, er fühlt sich zu unwohl. Ja gut, kann ich verstehen. Ich würde sagen, du gehst auch erstmal hier hin. Füllst vielleicht mal bei den Katzen das Essen nach. Das könnte sonst auf Unwohlsein bei den Katzen stoßen. Dann schaust du beim Essen den Comedy-Kanal. Und dann gehst du am besten schlafen. So macht er das jetzt? Ja, perfekt. Ey, du, dich gibt es noch? Ey, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Mama, heute Morgen? Ach so. Oh, das sind doch meine Schwangerschaftshormone, das weißt du doch. Aya sammelte Müll am Strand auf, als sie eine verlorene Geldbörse fand. Eigentümer der Geldbörse ausfindig machen, auf jeden Fall. Der Eigentümer war so glücklich, die Geldbörse wiederzubekommen, dass er Aya fest umarmt und es Aya ganz warm ums Herz wurde. Oh. Hat Verantwortung gewonnen. Nein, das hat sie doch schon. Hier ist Joaquin. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Nein. Nur mal so gesagt, nein, habe ich nicht. So, wir schieben jetzt erstmal fett das Essen in uns rein. Kommt der Mann erstmal? Wenn wir schwanger sind, das ist ja immer eine Katastrophe hier, ne? Wisst ihr was? Wir werden morgen heiraten. Drittes Trimester in 23 Stunden. Huch. Er muss los.
Ist kein Problem, er ist zwar arbeitslos, aber er muss los. Wir brauchen für ihn noch eine Karriere. Oder er macht den Hausmann. Das könnten wir auch machen. Das wäre auch keine schlechte Idee, wenn er den Hausmann macht. Ne? Ich glaube, sein Wunsch ist ja sogar große Familie oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was ich bei dem Typen eingestellt habe. Genau, geh mal schlafen. Und du auch. Alter. Wäre nichts sagen, ne? Aber seit dem Patch funktioniert das hier irgendwie schon nicht mehr. So. Was hat sie jetzt bekommen? Ich glaube, Empathie, so wie das aussieht. Okay, für Manieren darfst du den Tisch jetzt mal decken mit einer ungezwungenen. Weißt du was? Räum das erstmal ab. Nimm eine ungezwungene Location in Rot. Das gibt dir, glaube ich, Manieren. Kannst du Müll rausbringen? Nein. Wir haben ja extra eine Putzfrau für sowas. Dann darfst du mal aufräumen. Wählerischer Esser. Es ist gut, wählerisch beim Essen zu sein. Halte die kulinarischen Erfindungen von diesem Sim fern. Dieser Sim bevorzugt seine liebste schnelle Mahlzeit. Oh, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ups. So, Manieren steigen. Das ist gut. Schlafen die auch in ihrem Bett und werden nicht belästigt. Das ist schon mal. Naja, jetzt wird gleich. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn die Katze sich damit hinlegt, ne? Über Aufwecken belehren. Boah, das stört mich ja, ne? So, halt. Du machst Sport. Schweres Gewichte heben. Hallo, Katze. Nein. Du weckst mich nicht auf. Hä? Ach, sie geht noch zur Arbeit? Oh. Sie hat voll die Kugel, aber wir gehen nochmal schnell arbeiten. Das ist kein Problem. Oh, Joaquin möchte irgendwas, aber das möchte ich nicht. Ruggiero ist zur Arbeit, das ist schön. Leander möchte sich irgendwo treffen, das möchte ich aber auch nicht. So, er gönnt sich hier erstmal den Schlaf des Jahrhunderts. So, wir gucken mal. Hallo, wir gucken mal, habe ich gesagt. So, er ist schon eine Nachteule und ein Frühaufsteher machen wir ihn jetzt auch mal. So. Können wir bei ihr mal wieder was machen? Oh, wir können ja mal gucken. So, sie ist nämlich schon Frühaufsteherin und Nachteule. So, schamlos, Stahlblase, genügsam. Unternehmerisch ist auch nicht schlecht, ne? Antiseptisch, ja, nee, ist klar. Werden in Karriere mit größerer Wahrscheinlichkeit befördert. Wir könnten auch noch ein bisschen warten. Oder muss sie nie wieder duschen gehen? Unabhängig. Oh, die Sozialanzeige sinkt langsamer. Das mache ich jetzt mal. Was stimmt denn jetzt hier nicht, ey? So, ich muss mal eine Dusche im Keller einbauen. Am besten nimmst du ein Muskelentspannungsbad und gehst dann schlafen. Aber mit diesem Update sollten Sachen besser werden und nicht schlechter, so gefühlt. Arbeitest du jetzt fleißig? Ja, tust du. Was sagt denn deine Karriere-Fortschrittsanzeige? Wir haben das Videospielen zumindest noch nicht begonnen, aber das ist kein Problem. So, Aditya Kumar. Es ist ja schön. Wow. Ist das süß? Ist das süß? Ist das niedlich? Katzen, ihr seid hier im Schlafzimmer. Ich schließe das bald ab für die Katzen, ne? Habt ihr ein Problem mit dem Katzenklo? Nein, habt ihr nicht. Immerhin ist das ein selbstreinigendes. Ich habe das extra gekauft für euch, ja? Jetzt stellt euch hier mal nicht so an. Ah. So, ich musste nochmal schnell mein Getränk austrinken. Jetzt beginnt nämlich meine kleine Fastenzeit.
So, ich habe Geld verdient. Und ich bin müde und etwas hungrig. Aber wir gehen erstmal etwas schlafen. Und dann werden wir uns heute einfach die Hochzeit gönnen. Das heißt, wir brauchen frei. 16 Stunden bis zur Arbeit. Wobei ich schon gerne nochmal befördert werden wollen würde, ne? Deswegen, wir lassen das bei ihr und sie heiratet am Vormittag und geht Nachmittag dann zur Arbeit. So machen wir das. So, du gehst erstmal auf die Toilette. Was ist mit dir? Du hast Hunger. Super. Weißt du was? Du kannst bei hier auf die Toilette gehen. Dann Abendessen servieren um 1:49 Uhr, ja. Nimmst du dir mal so ein Gericht? Geh mal nachdenklich duschen vielleicht. Vielleicht kriegst du dann inspiriert und kannst was kochen, was Frisches. Ich glaube nämlich um 2 Uhr morgens können wir dann auch was anderes machen als Abendessen nach 2 Uhr morgens. Nein, guck einfach Fernsehen. Okay, sie ist halt nicht inspiriert. Kochen. Rührei, Würstchen und Bohnen. Ja, auf jeden Fall. Energiereicher Proteinteller. Sie übertreibt. Speck, Salat, Tomaten-Sandwich. Da hat sie jetzt Bock drauf, das zu machen. Also vielleicht hat sie jetzt nicht so Lust, aber hey. Die hat voll die dünne Taille, Alter. Das ist doch nicht normal. Okay, er isst und wird nebenbei von der Katze belästigt. Gut, wir ignorieren die Katzen auch ziemlich gerade, aber hey. Chihiro hat eben mit Hazley Bekanntschaft gemacht. Hä? Wie geht das? Der ist jetzt aber nicht irgendwie hier im Fenster oder sowas, ne? Kann ja sein, dass der plötzlich hier steht und einfach hier so reinguckt und sagt Hallo. Aber ich hoffe mal nicht. Habe ich die ja mittlerweile eingerahmt? Nein, dir fehlen noch. Rahmen hinzufügen. So, sie muss ja noch mal Fotos machen von ihren Kindern. Wenn sie Teenager sind. Er fühlt sich sehr unwohl. Er kann ja gleich mal joggen gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Genau. Legt das Specksalat-Tomaten-Sandwich da ganz oben hin. Das ist ein echt guter Plan. Genau. Schau den aktuellen Kanal mit deinem Bruder. Moment, was macht das hier? Mach Sitz, Essen geben. Okay, mach die Katze mal streicheln. Über Geschäft drin erledigen, belehren. Umarmen. Bürsten. Und diese Katzen, die sind einfach eine Katastrophe. Loben. Schmeiß das mal in Müll. So, streicheln. Anouk hat gelernt, das Geschäft draußen zu verrichten. Ein Glück. So, du stehst mal auf, weil du stirbst hier gleich vor Hunger gefühlt. Dann nimmst du dir mal ein Specksalat-Tomaten-Sandwich, machst einen Frosch. Und dann darfst du auch den aktuellen Kanal schauen. Oh, sie kriegt jetzt das Tobsuchtanfall. Fühlt sich zu unwohl. Kannst du denn hier unten Sport machen? Nein, kannst du auch nicht. Boah, das nervt mich ja fast schon, ne? Was machen wir denn jetzt am besten? Vielleicht PC-Spiele spielen. Spiel spielen, Sims Forever. Aber wenn es einem schlecht geht, muss man zocken. Ist halt einfach so. Wisch mal auf. Genau, ist immer eine gute Idee, mal aufzuwischen. So. Freundschaft anbieten kann man ja mal machen, streicheln. Das kannst du hier auch mal machen. Nicht, dass wir das schon 100 Mal getan haben, nein. Oh ja, dann mach ihn doch halt wieder an, ey, meine Güte. So, wir schauen den Kochkanal. So, du nimmst jetzt noch mal Urlaub von der Schule. Oh. Ah, er hat keine Urlaubstage mehr, das ist ja schlecht. Okay, dann werden wir am Nachmittag heiraten. Das ist kein Problem. So, Danek hat hier ein ziemliches Problem.
Weißt du was? Nimm mal ein Bad mit Lavendel. Das tut dir bestimmt gut gegen deinen Vampirmagen. Gut, mit der Katze läuft's schon mal nicht so. Gib ihr ein Leckerchen. So. Über Hochspringen, Antheken belehren. Da sind wir besonders beliebt. Empathie. Anouk hat gelernt, nicht draufzuspringen. Das ist schön. Ich frage mich nur, wie lange das hält. So, und dann? Weiß ich nicht. Runden schwimmen. Ich gehe am Morgen Runden schwimmen. Das ist immer ein guter Plan. Oh, sie hat voll das Sixpack. Habt ihr das gesehen? Aya muss in der Schule sein und Danek auch. Der gönnt sich hier richtig. Oh, das Leben ist so toll. Danek, Teenager, nimmt ein Lavendelschaumbad und fühlt sich gut damit. Offensichtlich. Okay, dann ist halt noch mal was. Ein Gericht nehmen. Und dann schau dabei doch mal den Comedy-Kanal. So, Frühsport am. Boah. Warum läuft die mit diesem Outfit rum? Mich stört das, ey. Das könnten die echt mal beheben. So, dann darfst du mal alles ernten. Weil wir können Geld gebrauchen und wenn wir hier alles ernten, dann kriegen wir echt Geld, ne? So, dann darfst du hier auch mal alles ernten. So, unser Typ kommt ja auch bald vorbei. Am Wochenende müssen wir uns da mal selbst drum kümmern. So, Aya ist zur Schule. Das ist gut. Geh mal fleißig lernen. Und Danek, der isst noch mal fleißig, weil der voll das Hungerbedürfnis hat anscheinend. So, was machen wir? Wir weiterentwickeln die Blumen mal. Also, ich bin mir sicher, dass Leo was bestimmt weiterentwickelte Blumen haben möchte. Deswegen machen wir das bei ihm jetzt auch einfach mal. Können wir hier was weiterentwickeln? Ich glaube nicht. So, es gibt nicht mehr zum Einsammeln. Dann ist ja gut. Oder halt auch nicht, je nachdem, ne? So, wir haben hier. Für 52 Simoleons pro Drachenfrucht kriegen wir 7600 irgendwas. Das lohnt sich richtig, ey. Also. So, müssen wir eigentlich eine Rechnung bezahlen? Ich guck mal nach. Nein, müssen wir nicht. Okay. Dann gehst du mal auf die Toilette, nimmst ein Schaumbad und gehst dann schlafen. So, Danik ist dann auch mal zur Schule. Geh einfach fleißig lernen. Und wir gehen dann nach dem Bad nochmal schlafen. So, wir lehren das nochmal. Oh je. Als Aya die Toilette verlässt, bemerkt sie, dass ihr größter Rivale sein Schulheft auf dem Waschbecken vergessen hat. Darin stehen Hausaufgaben, Notizen und viele andere wichtige Informationen. Soll Aya es dem Eigentümer zurückgeben oder in den Müll werfen? Wir sind freundlich, wir geben es zurück. Der Erzfeind nimmt sein Schulheft argwöhnisch zurück, beschuldigt Aya dann aber, es gestohlen zu haben. Jetzt muss sie erklären, dass sie nur eine gute Tat vollbringen wollte. Verflixt. Boah, ich hasse ja sowas, ne? Da ist man schon so nett und dann kriegt man wieder einen in die Fresse, ey. Immer hat man Probleme. Nein, ich möchte nicht. Aber wir können nach dem Schlafen mal unseren Mann zu uns einladen, glaube ich. Sehr verspielt. Und dann können wir mal heiraten. So, der Gärtner macht den Garten. Und die Putzfrau, die macht ja alles sauber. Ey, die ist echt praktisch, die Alte, ne? Die ist echt gut. So, ich habe langsam Hunger. So. Allerdings, wir gehen jetzt mal hier hin. Halt, stopp. Wir haben Danik heute erwischt, wie er in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Deshalb rufen wir jetzt an. Was? Wenn man Hunger hat, muss man essen. Okay. Empathie steigt. Manieren kriegen wir ja besser hoch. Das ist ja nicht das Problem. So, dann darfst du einen Kuchen machen. Und zwar möchte ich einen rosa Hochzeitskuchen haben.
So, wir ziehen uns schon mal hochzeitsmäßig an. Outfits. So. Wir haben ja extra ein Kleid. Er sieht überhaupt kein Problem damit, hier mal wieder sehr merkwürdig zu kochen. Das mache ich auch mal, wenn ich schnell einen Kuchen fertig machen möchte. Damit das gut durchgerührt ist, lasse ich das einmal so über meine Extremitäten wandern. Oh, jetzt geht das schon wieder nicht. Nein, 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 nein. So, Erdbeerkuchen fortsetzen. Ja, genau. Jetzt planen wir schon mal das gesellschaftliche Ereignis. Wo ist denn das? Da. Wann muss sie denn zur Arbeit? Um 17 Uhr. Okay. Wir schaffen es einfach schnell zu heiraten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann jetzt in Elternzeit gehen. Vielleicht sollte ich das einfach machen. Okay. Und zwar möchte ich eine Hochzeit planen. Das Brautpaar ist Emilias und Chihiro. Ist das gut? So, natürlich sind unsere Kinder eingeladen. Leander natürlich. Und dann nehmen wir hier alle möglichen Leute, die uns Geschenke geben können. So. Kennen die zwar alle nicht und laden die nur zu Partys ein, aber hey. Caterer. Mixer. Okay, das machen wir mal. Wir besetzen den und machen auch einen Caterer. Einen Musiker. Das brauchen wir nun wirklich nicht. So, ich möchte auf jeden Fall nicht im Museum heiraten, sondern hier. Danik ist momentan in der Schule. Ja, die werden jetzt schwänzen. Das ist mir jetzt vollkommen Latte. So, für die Hochzeit wird ein Kuchen benötigt. Ja, das kriegen wir hin. So. Ich werde jetzt nochmal schnell einstellen, bevor ich den Part beende, dass ich in Elternzeit gehe. In Elternzeit gehen. Oh, jetzt geht das schon wieder los, ey. Outfit ändern. In Kleid. Er wird zum Vampir, das ist gut. Freitagnächte sind gut geeignet, um zwei in einen zu verwandeln. Auf jeden Fall, Alter, super. Ach du Scheiße, wie sieht er denn aus? Ja, es ist ganz normal, ist alltäglich natürlich, ne? So sieht man halt aus als Vampir. So, aber ich werde jetzt erstmal den Part beenden und dann werden wir in der nächsten Folge heiraten und alles, alles in Ruhe. Deshalb sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben und damit ciao und bis zum nächsten Part.